Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Und ja, Rocky wird uns jetzt die Türe hoffentlich öffnen. Aber wir sollten erstmal die Gegner hier eliminieren. Weil sonst wird unser Hauptcharakter vielleicht sterben. Und das sollten wir ja vermeiden. Turboantrieb habe ich auch lange nicht mehr so verwendet. Ich glaube, das sollte ich auch mal wieder tun. Oh, zweimal daneben. Oh, was seid ihr für Gegner? Seid die schwierigsten oder stärksten Gegner hier irgendwie zurzeit. Ah, kommt direkt der nächste. Ja, ist okay. Komm. Ja, Volltreffer. Gut, dann switchen wir mal. Warum geht das nicht? Aha. Habt ihr das gesehen? Das war so richtig ekelhaft am Switchen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das jetzt hängen bleibt. Aber zum Glück doch nicht. Naja, wenigstens bleibt unser Hund und macht Sitz. Er gehorcht uns wenigstens. Boah, Mann. Ich werde den Turboantrieb jetzt einfach mal leveln. Ich hoffe, der kriegt jetzt auch bald ein Level ab. Boah. Wir können ja schon bei 100% einfach killen. Aber irgendwie will ich ja doch den Feuerball noch was leveln. 134 schon. Boah. Mein lieber Specht. Dreimal Trockenreis. Ja, das ist dann zum Tauschen sehr gut. Aber wir haben ja sowieso jede Menge und können uns holen, was wir wollen. Oh Mann. Dürfen, glaube ich, nicht über dieses grüne Symbol. Seht ihr das? Ja. Sonst wird er nämlich auch lebendig geworden. Boah, Zauberperle. Wie viele haben wir? Der Bossgegner, der wird ziemlich easy sein, weil wir ziemlich viele Zauberperlen haben. 130. Meine Fresse. Wie viele Zauberperlen haben wir eigentlich? Mann. Hier. Boah, 11 Stück. 11 Stück. Ja, Turboantrieb, lass uns im Stich. Wartet mal, ich muss jetzt gerade... Genau. Wann kriegt denn Turboantrieb hier... Oh, hat fast ein Level. Krafthauch auch, dann ist schon Stufe 3. Boah, wie oft wir es schon verwendet haben. Komm. Mal gucken, ob du davon stirbst. Ja, ihr seht, ich laufe gerade über die richtigen Felder, sonst wären die Dinger da aktiviert worden. Oh Mann. Hier weiß ich allerdings nicht mehr, wo ich jetzt als erstes entlang gehen sollte. Komm schon, komm schon. Bams. Boah, Rocky Level 16, du levelst ja trotzdem, okay. Da, seht ihr, das meinte ich damit, diese Dinger gehen nach unten. Oh, das war eine Falle. Elfenstaub, dreimal Knochenteile, was haben wir noch? Zwei Stücke Wachs, okay. Na ja, Miezekätzchen, du wirst bestimmt auch lebendig, ne? Ne, Hundekuchen, oh, schon wieder. Wie kriegt man das? Gar nicht? Das ist bestimmt wirklich nur Fake. Okay, auf Nimmerwiedersehen. Tja, wo sind wir jetzt hier? Ah, Mann. Okay, auf dich kann ich eigentlich pfeifen, obwohl, komm her. Bams. Turboantrieb. Diese Aura, diese Macht. Er kommt her. Euch will ich noch killen. Kann ja nicht schaden. Nachher wird der Boss nämlich sonst doch zu schwer, weil wir nicht gelevelt haben. Zack. Ja, den anderen... Oh, jetzt muss Rocky wieder zum Einsatz kommen. Oh, reicht das denn nicht? Okay, Rocky. Los. Auf geht's. Das hast du fein gemacht. Ich bin stolz auf dich. Wie, lässt nach.
Was war das für ein Beben? Ah ja, stimmt. Diesen Gegner, der ist ziemlich heftig und der macht auch gut Schaden. Das sind zwei? Ach du Scheiße. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß, dass es einer vielleicht war, aber zwei? Die müssen wir battlen. Ich guck mal, wie viel das hier an Damage austeilt. Was? Orkan-Tornado? Ach du Scheiße. Okay, das macht jetzt nicht so den übelst natürlichen Schaden, aber... Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ihr seid doch... Okay, 29. Ich frag mich, wie viel KP ihr habt. Rocky, warum muss ich das alleine auf mich nehmen? Zumal die auch Zauberfähigkeiten haben. Schade, den anderen haben wir nicht nochmal getroffen. Bams. Ihr habt locker um die 300 bis 400 KP bestimmt, ne? Vielleicht sogar 1000. Wer weiß das schon. Mann, warum bist du in die andere Richtung gegangen? Boah, Fegefeuer. Wie viel... Ah ne, Fegefeuer, glaube ich, macht nach... Naja, genau, nach und nach Schaden. Ey, geht doch mal weg mit eurem Fegefeuer. Toll. Ja gut, dann heilen wir uns. Turboantrieb. Komm schon, du müsstest doch jetzt eigentlich quasi fast ein Level haben. Okay, 37. Mann, Rocky, mit dir wäre es viel einfacher. Bams, du bist schon mal Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ist mit dir? Na, na, na. Ich weiß zwar, dass dieses Projekt nicht so interessant für die meisten ist, weil, ja, es ist nicht wirklich interessant. Also es geht. Und wir haben die Bronze-Axt. Aber es ist ein Teil meiner Kindheit und ich möchte das extra für euch let's playen. So, wir haben jetzt die Bronze-Axt und die Bronze-Axt, die sollten wir auch leveln. Oh, Krafthauch Level 3. Das passt ja alles schon mal ziemlich gut. Die Axt jetzt zu leveln ist ein bisschen, ja, schwer. Die kann nämlich das hier zerstören. Bams, oder? Ja, genau. Aber wir sollten erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal Rocky zu uns holen. Okay, hier können wir schon mal knicken. Oh, Level 1. Na, merken wir jetzt schon den Unterschied? Ja, die Prozente... Nee, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Prozente gehen schneller höher. Bei euch sollte ich am besten die Axt ein bisschen schärfen. Komm her. Ja, ist okay. Euch zu treffen mit der Axt ist so ekelhaft. Komm her. Ey, wir treffen euch gar nicht. Okay. Hat keinen Sinn, keinen Zweck, Mann. Was? Boah, mit der Axt gegen euch zu kämpfen ist ja sowas von pervers. Aber im schlechten Sinne. Oh, der Turboantrieb lässt nach. Aber wir sind immer noch vergiftet. Wir wollen da oben zu diesem Römer. Oder wie auch immer. So. Ah, Mann. Dich will ich jetzt auch noch kurz killen. Weil die Axt werden wir öfters gebrauchen. Deswegen von der Level up wäre nicht schlecht. Vom Bronze-Schwert vielleicht auch, aber den werden wir nicht so oft benutzen. Na? Kopf hoch, Junge. Du kannst bei mir bleiben. Die Monster können uns hier nicht attackieren. Speichern, speichern. Voll ohne Sinn. Die können uns hier nicht attackieren, aber... Ach, sind dann trotzdem Monster hier, wisst ihr? So schwachsinnig. Wurzeln. Dreimal Asche. Essig. Kalksteine. Honig.
Boah, Honig. Fett. Honig ist gut. Zack, kaputt. Okay, hier waren wir schon mal. Boah, ich bin echt am Überlegen, wo wir jetzt lang müssen. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit herumirren und ihr müsst euch das reinziehen. Konnte ich das? Nee. Geht mir nicht auf dem Leim. Okay, das hatte ich eben kaputt gemacht. Das heißt, das ist schon mal... Ah. Wahrscheinlich hier. Rocky. Das muss ich erstmal saven. Ja, die Türen sind jetzt eigentlich sinnlos, weil Rocky wird immer wieder zu uns kommen, weil wir die Tür geöffnet haben. So, Rocky, endlich, du bist da. Perfekt, Rocky, aber du bist vergiftet. Nein, der Falsche. Ohne Sinn, warum können wir das auf uns verwenden, wenn wir nicht davon betroffen worden sind? Okay, jetzt... Ja, genau, ich wusste es. Diese Dinger gehen doch runter, wenn man mit Rocky drüber geht. Na toll, jetzt ist das natürlich zu. Das können wir nicht kaputt machen. Das wird jetzt auch runtergehen. Ja, aber klar. Aber ich glaube, Rocky kann darüber springen. Oh Mann. Stimmt, wir können ja jetzt nach oben. Ich verstehe, deswegen, wir mussten Rocky befreien. Nee, nee, wir sind auf dem richtigen Weg. Die anderen Wege können wir erstmal knicken. Komm, Rocky, nicht gähnen. Einsatz. Ah, nee, wir sind doch falsch. Wir kamen ja von da. Los, bei Fuß. Oh, Mann. Irgendwie finde ich den Turboantrieb bisher schwachsinnig. Ich weiß nicht, warum. Ich verwende den auch irgendwie gar nicht. Ah, nee. Oh, wir hätten doch da durchgemusst. Fein. Schön alle plätten. Mann, oh Mann. Los, Rocky. Mach den hier fertig. Los. Fast. Oh, Rocky. Jetzt will ich, dass du angreifen sollst. Und dann tust du es nicht. Ich weiß, ich habe diesen Pegel ja darauf eingestellt, dass du mehr suchst als irgendwas anderes. Dass du hier überhaupt irgendwas findest, ist ja schon Gold wert. Okay, hier waren wir auch schon. Ey, die Gegner, die folgen uns sowas von die ganze Zeit. Ja, die scheiß Katze. Ich glaube, hier war das. Ja, hier sind wir richtig. Los, Rocky, voller Einsatz. Moment, ich werde dich jetzt dazu bringen, dass du voller Einsatz, den vollen Einsatz bringst oder zeigst. Oh, jetzt bist du ein Kampfhund, Rocky. Los, fass. Fein. Los, komm. Bei Fuß. Hier, los, Angriff. So. Och nö. Ist das euer Ernst? Ja, ist das tatsächlich hängen geblieben? Mann. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen, ne? Boah, warum fange ich denn auch alles ab? Könnt ihr mir das mal verraten? Ja, hier war der Weg. Wir sind auch schon da. Direkt mal ein Safe. Weil ja die ROM ja so cool ist. Oh, na toll. Jetzt können wir da nicht durch. Denkt auch einer auf Türsteher, ne? Rocky ist natürlich nicht in der Nähe. Wahrscheinlich wird er gerade von irgendwelchen Gegnern geplättet. So. Aha, geht doch. So, Rocky. Du stellst dich jetzt da drauf. So, geht doch. Ja, toll. Ich hoffe, ja.
Ja, und wir kommen zum Boss. Erstmal heilen, würde ich sagen. Okay, Rocky, bist du bereit? Da ist er. Der Boss. Dieses Dungeons. Und er macht direkt Konfusion, dass wir direkt in die gegengesetzte Richtung laufen. Aber nicht mit uns. Vorsicht, Rocky. Los, ab. Oh, Hitzeblitz. Oh, 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 oh. Dieses Teil ist so ekelhaft. Sind wir geheilt? Nee, sind wir nicht. Komm, Rocky, ich heile uns einfach. Das ist mir zu blöd. Bitte nicht. Trifft der Hitzeblitz nicht? Ja, weil ich gerade noch Zauber angewendet habe. Bams. Ja, Rocky, du machst den meisten Schaden. Mann. Los, Rocky. Oh, oh, Hitzeblitz. Auf Rocky? Nee. Komisch. Ach so. Der wird gar nicht gezielt eingesetzt. Man kann ihm quasi entkommen. Oh, Rocky, nein. Rocky, du hast dir einen Hundekuchen verdient. Komm her. Gleichzeitig noch Nektar. Mann! Dieses Teil zu treffen ist einfach so widerlich. Rocky. Boah, 77. Jetzt kommt das Ding wieder dahin. Bams! Am besten wäre eigentlich mit dem Speer, aber weil wir Bronzespeer gar nicht aufgelevelt haben, ist es ziemlich anstrengend. Oh, Rocky, du bist schon wieder tot. Hier, du hast noch einen Hundekuchen verdient. Ja, du fängst ja auch die ganze Zeit die Hitzeblitze für mich ab. Und ich versuche gegen dieses Vieh hier zu kämpfen, was fast irgendwie sinnlos ist. Oh, 54, wir haben einen ziemlich kritischen Treffer gemacht oder gelandet. Komm her. Oh Mann. Nur weil diese Animation so lange braucht. Nein, Rocky. Du bist fast wieder tot. Wisst ihr was? Ich benutze einfach Krafthauch, ja? So, komm. Obwohl, auf beide. Das ist ja schon Stufe 3. Müsst ihr jetzt eigentlich ziemlich heftig heilen. Ja, 80 ist okay. Komm, Rocky, jetzt. Mann. Mist, daneben. Rocky, pass auf. Oh, du bist... Oh, nein. Ja, dann werden wir dich mal so wiederbeleben. Zum Glück fängst du diese Blitze ab, Rocky. Oh, nein, nein, Rocky, du wirst jetzt sterben. Rocky. Ja. Los, Rocky, fass. Oh, Rocky. Tatsächlich, der Hitzeblitz geht immer nur auf Rocky. Naja, besser als auf mich, ne? Boah, zum Glück. Bams. Moment, ich versuche jetzt mal was anderes, indem ich den Hitzeblitz, aber ich glaube, das bringt nicht viel, auf die Statue mache. Okay. Leute, wir können die ausschalten. Aber nur für kurze Zeit, glaube ich. Tatsache. Ja, Rocky. Dann wirst du wenigstens nicht mehr getroffen. So, und weil du so viel Schaden auf dich genommen hast, wirst du nochmal geheilt. Bams. Das ist so eine niedrige Zahl. Ja, Rocky, fein. Hast du fein gemacht. Noch ein Save. Voll viel Cash, noch Level 19. Wenigstens hast du diesmal überlebt, nicht wie im letzten Kampf. Diamantenauge erhalten. Jetzt haben wir beide. Und ja, jetzt müssen wir hier wieder raus. Ich habe ja sowieso schon gesaved, aber trotzdem. Rocky, hast du irgendwas gefunden? Ja, such. Rocky, such. Such.
Ist hier was? Oh nee, du verarschst uns, oder? Rocky! Nee, nee, nee. Fängt er an zu gähnen. Blöder Hund. So, jetzt passiert, glaube ich, irgendetwas. Oder der geht jetzt den ganzen Weg zurück. Lol, tatsächlich, den ganzen Weg. Gut, dann mache ich mal wieder ein Save. Ist zwar mies, ich hasse es auch, Saves zu machen, aber es ist halt so. Oh, ein Blatt. Okay. Oh, hast du hier was gefunden? Bestimmt Tropfen Wasser oder so, ne? Okay, vergiss es. Vergiss es. Ich weiß, da unten sind noch Wege und so, aber dazu kommen wir noch. Keine Sorge. Wir müssen jetzt erstmal zum Archäologen. Machen wir uns auf die Socken. Genau, hier können wir jetzt auch durch. Boah, wie die übertreiben. 3 Tropfen Wasser gefunden. Hat sich ja gelohnt. Ist ja nicht jede Menge Wasser hier außerhalb, ne? Hast du fein gemacht. So. Oh Mann. Archäologe, wir kommen. Und dann müssen wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Dann kommen wir auch, glaube ich, schon ins nächste Kapitel. Ah nee, das wäre jetzt schwachsinnig gewesen, wenn ich jetzt uns geheilt hätte. Weil wir können uns da ja heilen lassen. Dann machen wir das jetzt mal. Los, schnell, Rocky, komm. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Hector hat das Camp verlassen. Er ist wohl am Westufer vom Fluss. Möchtest du neue Formeln auswählen? Möchtest du Zutaten kaufen? Oh, du bist ja immer noch vergiftet, Rocky. Boah, wie viel haben wir denn verbraucht? Echt heftig. Ja, schön. Einkaufen, so. Viel Glück, Kleiner. Ja, bei dir können wir nur noch saven. Ja, wir bleiben über Nacht. Und dann würde ich, glaube ich, auch schon den Part beenden. Schön geträumt. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, wollen wir. Gut. Jetzt gehe ich noch mal kurz dahin, wo wir als nächstes hin müssen, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Bevor das hier wieder hängen bleibt oder so. Wie jetzt zum Beispiel. Boah, genau noch am Ende des Parts muss das ja passieren. Schon wieder? Ihr wollt mich ja jetzt alle verarschen, oder? Schon wieder? Nee? Okay. Das konnten wir nicht kaputt machen, okay. Ja, der Part wird vielleicht eine Minute länger oder zwei, je nachdem. Boah. Wieder geile Sachen, Mann. Ich zeig euch jetzt auch, wo wir nämlich hin müssen. Oder hin sollten. Jetzt passiert noch was. Da kommt jemand! Boah, diese Mucke, wie ich die feier, ne? Ah, Mr. Horrorjumper. Schön, dass du noch am Leben bist. Hast du die Diamantenaugen gefunden? Hi, Hector. Yeah, ich habe sie hier. Diamanten, gib sie mir. Okay. Hier hast du sie. Diamantenaugen übergeben. Das war nicht so schlau, glaube ich. Ha, sie sind mir. Endlich, sie sind mir. Nicht mein? Okay. Die Diamantenaugen sind mir. Mir. Heureka. Heureka? Der Typ ist bescheuert. Man sollte ihm eine Talkshow im Fernsehen geben. Egal, Rocky, wir folgen ihm. Vielleicht bringt er uns Glück. Oh oh. Nicht so schnell, Kleiner. Unser Boss sagt, du bleibst hier. Rocky, warst du schon den ersten gekillt? Alter Schwede, geht das schnell. Boah. So lange wollte ich doch gar nicht, dass der Part wird. Komm, Rocky. Rocky, jetzt sollst du doch nicht suchen. Du bist doch auf aggressiv eingestellt, oder nicht? Rocky,
Es geht hier um alles oder nichts. Los, Rocky, jetzt was. Los, Entsch... Ja, toll. Habe ich gedacht, du triffst wenigstens. Aber so... Bams. 100 Juwelen erhalten. Tja. Das war leicht, doch ich glaube, da kommt noch etwas auf uns zu. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist nur mit Hector los? Ich schätze, Hector hat nichts Gutes mit den Juwelenaugen vor. Möglicherweise ist er schon nach Alelachema gegangen. Ja, scheint so. Gut, ich würde sagen, ich beende diesen Part hier einfach. Es ist schon lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt Secret of Evermore.